Da sind wir wieder in den wunderbaren Tunneln. Und wir haben im letzten Part Säure eingesammelt und können damit hoffentlich das Schloss schmelzen, indem das Schloss zur Tür zum Archiv. Denn in diesem Schloss hat der liebe Martin ja den Schlüssel abgebrochen. Nee, das ist eine Glühbirne, die wollte ich nicht da. Sehr gut. Ist übrigens Batteriesäure. Yeah, jetzt sind wir also im Archiv. Oh. Das ist ganz schön groß. Ein vollständiges Kriegsarchiv. All diese Dokumente haben einen unvorstellbaren Wert. Wenn ich das dem Professor erzähle, vielleicht finde ich hier, wonach er gesucht hat. Okay. Wir haben ja hier diesen Zettel. Der kommt jetzt hoffentlich endlich mal mit D2. Also würde ich sagen, hier ist überall A. Egal, wir gucken uns jetzt erstmal hier vorne um. Das sehe ich mir mal genauer an. Ah, super. D282. Da. Ich habe keine Ahnung, wonach genau ich suchen soll. Ja, nach dem, was auf dem Zettel steht, du Idiot. D282. Auf dieser Schublade ist die gleiche Zeichenfolge wie auf dem Stück Papier. Ja, sieh mal einer an. Aber wie ist Stasek an diese Nummer gekommen? Hier unten ist mit Sicherheit noch niemand gewesen. Zwischen den Aktendeckeln war ein kleines Metallkästchen versteckt. Versteckt? Ist klar, ich verstecke meine Sachen auch immer so gut. So, da gucken wir noch mal, was da drin steht. Oder drin ist, In es der ja kein Kiste Buch. sind Magnete verschiedener Formen. Ah, oh, wir müssen gleich ein Tangram, whatever Puzzle machen. Oh, ich liebe diese Dinger. Ich brauche da zwar immer voll lange für, aber die sind total super. Durchnässte Dokumente. Die würden auseinanderfallen, sobald ich sie berühre. In diesen Schubladen müssen tausende Dokumente sein. Es ist recht sinnlos, hier alles zu durchsuchen, wenn ich nicht genau weiß, wonach ich suchen soll. Ich würde Ewigkeiten brauchen, alles durchzusehen. Eigentlich haben wir ja auch schon alles, was wir brauchen. Dann gehe ich jetzt hier mal wieder raus. Denn jetzt können wir endlich die Tür am Ende des Ganges aufmachen. Ja, ich weiß, hinten im Archiv ist noch ein Raum. Da müssen wir nachher eh noch mal rein. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier das da. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Esst euch ein Stück Pizza. Oh, man kann die Scheißteile auch noch drehen. Esst euch ein Stück Pizza, so wie ich das gerade gemacht habe. Ja, die mit Knoblauch drin. Die war übrigens echt lecker. Das sieht schon mal irgendwie total sinnfrei aus, was ich hier mache. Symmetrisch alles. Und das kann man auch nur so drehen. Dann tun wir das mal da raus und tun das da unten. Es ist die richtige Kombination. Boah, da war ich aber fix. Das war ja fast schon zu einfach. Mann, Mann, Mann. Seht ihr? Knoblauch ist gut fürs Gehirn. Fahrstuhl? Jo. Sieht aus, als würde man damit in irgendwie so ein Bordell fahren. Fährt er jetzt nach oben oder nach unten? Ich würde sagen nach unten, weil nach oben geht nicht. Wusch. Wie stylisch. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde mich beeilen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ich bin überrascht, dass das funktioniert, das Funkgerät. Also ich meine, so weit unterirdisch, aber... Pff.
Ja, dann ist das halt so. Okay, gucken wir uns hier den ganzen Kram an. Oh, all diese Maschinen, so komplexen Mechanismen und Systeme. Etwas Großes ging hier vor sich, versteckt vor den Augen der restlichen Welt. Viele wissenschaftliche Werkzeuge. Und hier ist auch ein seltsamer Magnet. So seltsam ist er gar nicht. Es ist kein Brennstoff im Brenner. Können wir da jetzt hier Benzin reinfüllen? Ja. Dann haben wir also einen Brenner für irgendwas. Ich habe Kerosin in den Brenner gegossen. Ja, schön. Jetzt können wir irgendwas brennen. Fragt sich nur, was. Ich weiß es noch nicht. Werden wir rausfinden. Ich habe Kerosin in... Ja. Okay, da können wir jetzt momentan nichts mitmachen. Ungewöhnlicher Sockel. Was auch immer darauf stand, ist weg. Es muss eine einzigartige Maschine gewesen sein. Davon können wir ausgehen. Hier sind Behälter. Die Flüssigkeit darin hat eine außergewöhnliche grüne Farbe. Die Behälter sind fest verschlossen. Normalerweise liegen in solchen Dingern immer irgendwelche seltsamen Embryonen oder so. In meiner alten Schule im Biologieraum hatten die im Lagerraum, wo diese ganzen Karten und Skelette und so stehen, auch so kleine Gläser mit so komischem Zeug drin. Wir haben gefragt, was da drin ist. Die haben gesagt, ja, das ist ein Kuh-Embryo. Ich bin nie wieder in diesen Lagerraum gegangen. Das war voll eklig. Ich wollte auch gar nicht wissen, unter welchen Umständen dieser Embryo aus seiner Mutter rausgeholt wurde. Furchtbar. Nee. Eine komplexe Schalttafel mit vielen Kontrolllampen. Ich habe keine Ahnung, wofür sie gebraucht wurde. Tja, aber anscheinend können wir hier doch nicht viel machen. Aber hier ist ein Diagramm. Ein Diagramm einer sehr außergewöhnlichen Maschine. Es scheint zu dem zu gehören, was in der Mitte des Labors steht. Ja, nimm mit. Machst du nicht. Kannst du das hier mitnehmen? Nee, willst du auch nicht. Dann gehen wir wieder hoch. Oh, wenigstens kommt jetzt nicht jedes Mal so eine Fahrstuhlanimation. So, jetzt gucken wir uns mal den hinteren Teil des Archivs an. Wofür diese Durchgangsanimation gut ist, weiß ich auch nicht. Einmal hätte doch gereicht. Verfault. Genau wie das Dritte Reich. Genau. Dass den Blitz als Symbol hat. Ach, schön. Das ist sehr irgendwie Galgenhumor. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie finde ich es unterhaltsam. Dokument. Eine Codetabelle für chiffrierte Mitteilungen. Heutzutage ist sie nutzlos. Ein Funkgerät mitsamt Fernsender. Einige Briefe und leere Umschläge. Nichts, was ich brauchen könnte. Auch nicht. Aufzeichnungen aller Übertragungen. Ich habe keine Zeit, sie durchzugehen. Du könntest sie ja wenigstens mitnehmen und verkaufen. Mehr gibt's hier nicht. Was haben wir denn gerade mitgenommen? Eine Kiste und ein Lineal. Achso, das ist derselbe Tisch. Na gut. Ah, hier müssen wir, glaube ich, Licht anmachen. Sie funktioniert nicht. Genau, weil hier unten auf dem Boden Schrammen sind, aber die sieht er... Ich sehe die, aber er sieht die nur... Die... Was? Sie funktioniert nicht. Sie funktioniert nicht. Ach, aber er sieht die nur, wenn es hell ist. Ich denke, die steuern den Flaschenzug, den ich oben gesehen habe. Ach komm schon, mach die Glühbirne an. Rein. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es Leuchtmittel heißt und Glühbirne ein weit verbreiteter, aber verkehrter Ausdruck ist. Ja, das muss ich mir von meinem Freund, der Lichttechniker ist, dauernd anhören. Also, Leuchtmittel. So. Falls jemand fragt, ich hab's richtig gesagt. Er ist abgeschlossen, aber ich kann nirgendwo ein Schloss sehen. Okay, aber hier unten sind die Schrammen. Guck sie dir an. Etwas Schweres muss diese Furche hinterlassen haben. Ich versuche mal, ihn wegzuschieben. Ja, mach das mal. Boah,
Oh, eine Tür. Der Furche im Boden nachzuurteilen, muss sie irgendwie zu öffnen sein. Nicht die Spur einer Öffnung oder eines Schlosses. Seltsam. Der Mechanismus ist alt. Ich denke, die steuern den... Okay, damit können wir nichts machen. Der Furche im Boden nach... Ja. Nicht die Spur... Wir können das Ding auch nicht in die Luft jagen. Aber wir können es mit der Klammer bearbeiten. Ich muss herausfinden, was hinter dieser Mauer ist. Jetzt haben wir doch einen Riss. Yay. Ein schmaler Riss im Mauerwerk. Können wir da reinleuchten? Wo ist denn die? Ach, wir haben ja gar keine Taschenlampe mehr. Ein schmaler Riss im Mauerwerk. Ja, ich weiß. Ah, da stecken wir jetzt das Dynamit rein. Die Lunte ist zu... Ja, dann nimm halt Faden. Warum nimmst du jetzt den Faden nicht? Ein starker Faden auf einer Holzspule. Warum nimmt der jetzt den Faden nicht? Ich habe es in den Riss gesteckt. Ich habe es in... Ja, ich weiß, dass du das hast. Aber sag mir mal lieber, warum du da jetzt nicht einfach ein Stück Bindfaden dran knotest. Ich habe den Magneten an die Schnur gebunden. Okay, jetzt haben wir den Magneten an die Schnur gebunden. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut war. Tja, aber ich wüsste gerne, warum wir jetzt hier nicht einfach anzünden oder den Faden. Eine Notleiter, die nach oben ins Dunkle führt. Tja, willst du aber nichts mitmachen. Hiermit wurden wahrscheinlich die Vorräte nach unten gebracht, die oben lagerten. Da steht, in unmittelbarer Nähe der Hebebühne besteht Verletzungsgefahr. Du kannst aber gut Deutsch. Müssen wir vielleicht noch mal eine Stange Dynamit holen und da eine Lunte abmachen? Die dann ineinander stecken und dann... Aber das ist albern, oder? Nein, 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 geh nicht wieder da rein, bitte. Kostet mich schon genug Nerven hier. Es ist wirklich so unglaublich. Es sollte kein Problem sein, die Lunte herauszuziehen. Unglaublich. Können wir noch eins mitnehmen? Eine Stange sollte... Ja, das hast du gerade auch gesagt. Und was haben wir jetzt davon? Ha? Genau. Blöd, Mann. Ja, das kommt davon, wenn man Männer die Hauptrolle spielen lässt. Frauen fehlt das logische Denken. Ja, ist klar, merke ich. Nehmt das alles nicht so ernst. Ich bin gerade gar nicht mal so unbedingt wütend auf den Martin. Ich mag es einfach nur nicht, wenn ich dauernd hin und her laufen muss, weil mir wäre es lieber, es gäbe hier irgendeine Karte, wo ich den Raum anklicke und wupp, ist er da. Ja, dann stecken wir das jetzt da rein.
Okay, mein Lieber, dann zünd das mal an. Okay, jetzt. Schnell, ja, seht ihr, wie schnell. Achtung. Es hat Bumm gemacht. Naja, aber nicht sonderlich erfolgreich. Zwar ist der Riss etwas größer geworden, aber offensichtlich war die Sprengladung nicht ausreichend. Zwar ist der Riss... Tja, jetzt kommt die Szene an dem ganzen Spiel, die ich ganz, 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 ganz furchtbar finde. Und, ich weiß gerade nicht, wie lange ich schon spiele, weil ich natürlich vergessen habe, meine Stoppuhr zu betätigen. Aber schön, dass ich sie extra runtergeladen habe. Ja, ich werde euch jetzt nicht sagen, was das ist, weil das nach meinem nächsten Part. Aber ich weiß nicht, ob ich den heute noch spiele, weil ich muss ja auch noch Resident Evil weiterspielen. Wobei, noch ist es viel zu sonnig draußen. Ich gucke einfach mal, wie lange das hier mit dem Rendern dauert. Und dann sehen wir uns eventuell heute nochmal, ansonsten morgen.